Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Es ist heute ein bitterer Tag für unsere Tigers, aber wir lassen unsere Mannschaft niemals hängen und deswegen gibt es auch heute einen Applaus. Bitte schön. Gleichzeitig gratulieren wir den Selberwölfen zum 8:30. Sie haben heute gezeigt, dass Sie eine absolute Spitzenmannschaft sind. Bitte Applaus. Wir haben heute das Who is Who des oberfränkischen Eishockeys hier. Und ich darf rechts anfangen. Herzlich willkommen, der Trainer, der selber Corey Holden. Dann bin ich froh, dass wir ihn heute hier begrüßen können, den Topscorer, der selber. Herzlich willkommen, Kyle Pivovarczyk. Kyle, thank you very much for coming to the press conference. We are happy to have you here. Sie meinen schon, wir müssen ein bisschen Englisch reden. Kyle hat mich nämlich gebeten, dass wir die Pressekonferenz, zumindest was ihn anbetrifft, auf Englisch führen. Und der Bitte bin ich natürlich nachgekommen. Jetzt aber Applaus für unseren besten Torjäger. Begrüßen Sie mit mir Andreas Geigenmüller. Und natürlich auch einen Applaus für unseren Trainer, der bislang so gute Arbeit geleistet hat. Herzlich willkommen, Sergej Wasmiller. Wir fangen an mit den Gästen. Corey, war das starke Überzahlspiel Ihrer Mannschaft heute ausschlaggebend für den Erfolg? Erstmal guten Abend alle zusammen. Wenn du die Überzahl, das ist wichtig in jedem Spiel, und wenn du schießt gleich 4 Überzahl-Tore in der ersten Drittel, das ist ganz klar ein großer Anteil des Sieges. Und das war der Unterschied in der ersten Drittel. Bayreuth hat 2 Minuten lang 5 gegen 3 kein Tor und wir haben 4-mal getroffen. Und das ist eine Kopfsache dann. Wir haben ein gutes Gefühl, Momentum. Und das ist, das hilft uns in die Weiterverlauf des Spiels, aber das ist, muss ich Kompliment an die gesamte Mannschaft. Richtig, richtig taktisch, diszipliniert, alles richtig super gespielt und richtige geschlossene Mannschaftsleistung heute. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die wollte unbedingt hier gewinnen, egal was passiert. Wir haben das immer weggesteckt und eine richtige Effort gegeben. Und das war eine exakte Timing von den Tore, die Big Goals. Und Bayreuth hat zugeschlagen, wir haben nur die Antwort immer gegeben. Und das ist auch für den Kopf sehr wichtig, dass wir die Jungs ruhig geblieben und konzentriert auf das Spiel. 6 Minuten lang, es war ein Top-Spiel. Bayreuth ist eine gute Mannschaft, die haben bewiesen. Aber heute, das ist eine für unsere Fans und alle in die Fallier-Fans. Das ist der Zusammenhalt, was wir haben gezeigt in den Sonderzug nach Bad Tots, alle Fans. Die Spieler dürfen ein bisschen Spaß haben. Die haben das heute verdient mit einem super Sieg, super Leistung. Alle Glückwünsche. Grüße aus Bayreuth. Danke. Danke. Was war los mit unserer Mannschaft, vor allen Dingen im ersten Drittel? Ich glaube, im 4-0 kann man gegen so eine Mannschaft kaum aufhören. Hallo, guten Abend, erst einmal alle zusammen. Sicherlich, das ist entscheidend war der erste Drittel, wo wir 4-0 in den Rückstand geraten und dann alles Mögliche probiert, aber leider, der heute war nicht unsere Zeit und das ist alles, was wir nachholen wollten, 5-3 gemacht und dann gleich sofort kriegen wir das 6. Tor. Dass du sowas in solchen Spielen nicht Gegner in so Vorsprung laufen lassen, 4 Tore ist das viel zu viel. Warum? Deshalb so viele Überzahlsituationen, wir haben den Gegner gegeben, entsprechend wir ihn auf die Strafbank gehabt. Das muss man natürlich in Ruhe analysieren. Aber wie gesagt, war tolle Publikum, tolle Kulisse. War Ausblick aus der Halle, die Stimmung war genial. Leider müssen wir bei den Fans Entschuldigung und bedanken. Auf der anderen Seite, das haben wir trotzdem unterstützt. Heute war, wie gesagt, ganz bittere Niederlage für uns. Aber kann man jetzt nicht ändern, woran das liegt. Ich denke, das muss ich in die Situation, die ganze Sache auf meine Kappe nehmen. Wahrscheinlich die Vorbereitung war nicht so optimal, was es sein laufen sollte. Aber wie gesagt, die Jungs haben die Moral und Charakter gezeigt. Die wollten unbedingt, dass es wieder passiert unter ihnen.
aber das ist leider nicht geklappt. Und ich denke, ja, das müssen wir jetzt schauen, dass wir weiter vorbereiten für die nächste Spiel am Sonntag mit nicht einfach in Freiburg. Das ist ein sehr, sehr schwerer Gegner, ist genauso Kaliber wie selbst, aber gut, es gibt nichts anderes. Von anderer Seite muss ich auch fairerweise sagen, dieser Gegner hat seine Überzahlsituation sehr, sehr gut umgesetzt, gute Tore ausgespielt. Dadurch absolut verdient gewonnen und ich gratuliere der Gegner selber Mannschaft für die absolut verdiente die Sieg. Danke. Andreas, ihr habt euch so viel vorgenommen für dieses Spiel, ein Derby ist immer ein besonderes Spiel. Wie groß ist die Enttäuschung jetzt nach der hohen Niederlage? Ja, das ist bitter. Also versuchen die Fans, also so eine Niederlage einzustecken, aber wir haben ja gewusst, wenn wir Strafzeit nehmen und selten nimmt das halt eiskalt an und die hauen die Dinger rein. Was willst du machen? Im zweiten Drittel hat man dann gesehen, wenn wir 5-5 einigermaßen spielen, dann können wir mit denen auch mithalten. Das ist halt so im Eishockey und dann kommen wieder blöde Strafen, dann hauen die uns wieder die Dinger rein, wir schießen ein Tor und die schießen gleich wieder drauf eins. Was willst du machen? Das ist einfach bitter, also heute quasi so wie die Zuschauer eigentlich so ein Spiel so zu spielen. Ja, ruhig. I think your team played very well in the whole match, and what do you think about the match? How did you feel? Yeah, I think we played pretty good. I think we had some big goals at important times, but not only the goals, I think our goalie played really well also. I think we had some chances and made the most of our chances, but I mean, it wasn't easy. Vielleicht können wir kurz übersetzen. Er sagt, dass Sie haben auf jeden Fall die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Lag aber nicht nur daran, dass Sie Tore geschossen haben, sondern auch am hervorragenden Torwart. Aber es war insgesamt kein einfaches Spiel hier in Bayreuth. Corey, habe ich richtig übersetzt? Ja, keine von den Toren ist wenig super gespielt. Das hat die Mannschaft Leistung und diese Big Goals sind wichtig. Gibt es noch Fragen von der Presse? Dann habe ich noch zwei an die Trainer. Sage, wie schwer ist es jetzt, die Mannschaft wieder aufzurichten für dieses schwere Spiel am Sonntag gegen Freiburg? Sicherlich, eine solche Niederlage, da müssen wir schauen, dass wir in der kurzen Zeit also erst einmal mental aus der Gruppe rauskriegen können, so schnell wie möglich und natürlich auch physisch. Jede Niederlage ist es natürlich, die baut nicht auf, das untere, die baut es unten. Und das wollte man natürlich so schnell wie möglich mit allen Mitteln versuchen, dass es schnell zum Regenerieren kommt und dass es gleich zum Spielen in Freiburg die Mannschaft richtig eingestellte Mannschaft zu haben und den richtigen Kampf abliefern. Auf jeden Fall, wir haben noch ein bisschen Zeit und versuchen wir das Beste rauszumachen. Corey, vor kurzem habe ich gedacht, Mensch, selbst schwächelt ein bisschen nach den Heimniederlagen gegen Tölz und gegen Füssen. Aber jetzt seid ihr wieder voll oben auf und sieht gut aus für den Rest der Saison. Vorher haben wir sie kaputt gespielt. Bitte? Vorher haben wir sie kaputt gespielt. Kaputt gespielt, die Detail, ja, okay. Kaputt gespielt, ne? Ja. Das ist so ein Slogan. Die Kurz, wir haben 13 Mal hintereinander daheim gewonnen. Irgendwann passiert es, der ist ein Tag, Beispiel gegen Füssen. 40 Mal auf Tor geschossen, wir haben noch 40 Minuten gespielt und hat kein Tor geschossen an dem Tag. Es war nicht, dass wir schlecht gespielt haben, wir haben versucht. Füssen fährt drei Kontos hin, haut den rein und Spiel ist entschieden. Aber es gibt solche Tage eben. Es ist halt ein kleiner Tief, das ist passiert im Eishockey, du wirst nicht alle Spiele gewinnen, du wirst nicht immer dein bester Tag ist. Aber das ist, was wir versuchen, konstant zu spielen. Je konstant du spielst, desto besser es läuft, desto mehr Punkte du machst in der Tabelle. Und das ist wichtig. Und das ist wichtig von der Mannschaft, diese Niederlage wegzustecken und auf die Positiv zu bleiben und im Wesentlichen konzentrieren auf das nächste Spiel. Das ist abgehakt, boom, marschieren wir weiter. Konzentriert auf den nächsten Tag. Das ist so wie für Sonntag jetzt. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, letzte Chance für Fragen. Nutzen Sie die Chancen, solche Spieler und Trainer haben Sie nicht immer hier. Ich hätte noch eine Frage an Sergei. Ja, bitte. Du hast ja zweimal den Torwart gewechselt, ja? Ja. Wir hatten lange Diskussionen auf der Haupttribüne.
Wie siehst du die Situation heute? So, erst einmal... Hallo, hörst du mich? Jetzt. Ja. Erst einmal, Torhüter war nicht der Schuld für die drei Tore, was wir kassiert haben. Warum? Weil in dieser ersten Wechsel, ich habe das einfach so gemacht, das zeigt die Mannschaft, dass die Mannschaft muss anders agieren, reagieren in diese Situation, mehr in Zweikämpfe zu kommen und andere Impulse ins Spiel einfach hinzubringen. Und dann das zweite Mal, ich möchte auch, dass nicht unbedingt, wo das ist, gar nichts läuft, dass es dann nicht noch kassiert, ein oder andere Tore, wo nicht verdient es zu kassieren. Und ich sage, das ist Torhüter in diesem Sinne überhaupt nicht beteiligt. Und wir haben als Team heute verloren und darüber will ich gar nicht diskutieren. Danke. Noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann beenden wir die Pressekonferenz. Karl und Corey, wir wünschen euch viel Erfolg gegen Paiding. Andreas, sage viel Erfolg in Freiburg. Ja, und ich glaube, da packen wir es wieder an gegen Freiburg. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.